Und willkommen zurück hier bei Shovel Knight nach einer kurzen Unterbrechung, die für mich vielleicht eine Sekunde war, aber für euch ein paar Stunden, Tage, wie auch immer. Wir schauen uns, denken mal, das ist Treasure Knight an, ja. Dann haben wir die Stage schon mal hinter uns. Die Blasen hier lösen sich auf. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Ab und zu sind da auch statt Stacheln. Das lief ja gut. Na, geht drauf. Danke. Hier könnten wir angeln. Ich glaube, das mache ich gerade mal. Ah, wunderbar. Und gleich einen neuen Anker. Quatsch. So ein neues Ding bekommen. Ja, und es wird wirklich jeglicher Schatz zu uns gezogen. Oh, das ist dumm gelandet, das Ding. Geht eigentlich hier rauf. Noch mal zurücksetzen bitte, danke. Okay, kurz warten. So, jetzt Bams. Ist mich eine Leiter versteckt. Die Kollegen kann man nicht umbringen. Ah ja, gut, ich wollte eh hier lang. Lang und dann darüber und wieder runter. Okay. Eigentlich lohnt sich auch diese Fortune-Dinger mit dem Kelch nur in zwischen Schatz-Stages. Hätte ich vielleicht sogar benutzen sollen dort. Aua. Das war dumm. Wir haben nicht viel verloren, aber wir haben was verloren. Und sehen uns dann gleich an dieser einen Stelle wieder. Okay, wir werden wieder hier. Jetzt lässt das Viech da in Ruhe. Oder auch nicht. Gut. Ein Checkpoint. Numero uno. Nun ja. Wir können auch so zum Geheimgang kommen. Und hier könnten natürlich die Kollegen da unten, naja, gut, die kleinen Schnecken, was es aber sind, als Plattform benutzen zum Pogo-Jump. Aber wenn du schon Face-Locket hast, ne, dann nutzt du das doch aus. Dafür ist es ja da. Oh Gott. Das war doof. Ich habe eigentlich eben noch einen Nachfüllteil vom Kelch erwartet. Leider kam das ja nicht. Komm hier, du Fischi. Bam, tot. Ich hasse diese Kuschelmarke-Tusse. Okay. Bisschen mehr Stuff. Immer schön aufpassen hier. Na,
Fischi, nein. Böses Fischi. Bin zurück, dass sie denn so verfolgen müssen. Ich mag die nicht denn verfolgen. Geheimgang übrigens. Hopp, hopp, hopp. Truhe. Was gibt's hier? Nichts außer Juwelen. Über die Burschen kommen jetzt wieder zurück. Ich dachte eigentlich, wäre Notenblatt versteckt. Nun ja. Au. Böses Fischding. Okay. Nein! Ich wollte noch das Face Locket aktivieren. Mist. Oh Mann. Naja. Das gleiche dann wieder, ne? Das übliche. Okay. Auf ein neues. Jetzt habe ich das Facelock doch da, ne? Das ich auch sofort aktivieren werde. So. Man muss ja nicht wirklich so dumm anstellen. Voll noch so absichtlich dumm. So. Ich werde schön den Checkpoint jetzt mitgenommen, das ist gut. Wundergut. Oh, geil, blaue Kiste. Was haben wir denn da? Oh! Ein Fisch! Hilfe! Wir wollen möglichst weit vorne bleiben, so wie ich das weiß. Und jetzt wollen wir zum Feuerstab wechseln. Na? Natürlich geht es jetzt hier, das obere Blubbelding zu zerstören. Ist auch nicht wirklich so schwierig. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, wenn er euch da ein bisschen charged. Dann ist er schon bald da oben. Hey, Chester. Eagles alive. Left and right. Left and right. Throwing Anchor. Mitnehmen. Super tolles Ding. Wichtig. Ist in etwa wie die Axt in Castlevania spielen. Oh, das kommt mir gerade wie gerufen. Ach komm. Vielleicht kann man das Sub-Weapon-Zeug oder die Relikte, wie es eigentlich ist, ne? Dass sie hier leider nicht benutzen. Ah Gott, nein. Obwohl doch, okay. Ist ganz okay. Na, die sind mir jetzt mal nicht so wichtig. Da passen wir ein bisschen auf und dann klettern wir hier nach oben. Das ist gefährlich. Also passt gut auf, wann ihr wo springt. Warten wir kurz, bis der untere durch ist. Dann geht es nach oben. Ist nix, oder? Nö, sieht nur so aus. Ne? Ich glaube, ich will das Face Locket hier benutzen. Nee, okay. Geht auch so. Ach, der Gebusch hat auch Wurfanker. Oh toll, da ist er richtig gut aufgehoben. Doch ein bisschen Stuff. Ihr müsst teilweise wirklich aufpassen, dieser Stage. Denn es kann böse schnell passieren, dass man sich irgendwo falsch verhält und dann runterfliegt. Ja, wie hier. Hier ist der Wurf auch richtig gut. Ja, aufpassen. Schön aufpassen. Okay, dann wollen wir hier rüber.
Du sollst nicht da oben lang kommen. Ach Gott, komm schon. Der Ritter ist nervtötend. Danke. Die Kollegen da oben kriegen ohne den Wurfanker nicht kaputt. Hier ist auch sehr viel einzusammeln, wie man sieht. Und sogar ein Hähnchen, ja super. Ist das nicht toll? Den lasse ich auch mal lebenden Burschen. Oh Gott, ja, das ganze Zeug nehme ich auf jeden Fall mit. Alles mitnehmen, was es hier gibt, ne? Hier ist noch ein Hähnchen. Wenn man es braucht, nimmt man es mit. Und das hier ist eine sehr gefährliche Sache. Weil das ist der Checkpoint hier, da liegt nicht unbedingt nah dran. Aber... passt auf, dass er es rechtzeitig macht. Sonst landet er im Abgrund. Ich würde den Anker ausrüsten. Und wir sind bei Treasure Knight angelangt. Takes it all. Der Anker kann euch hier ziemlich nützlich sein, denn seine seine Geschwindigkeit ist etwas höher als eure. Gott, nein! Au. Das war knapp. Das war gerade ziemlich knapp. Er hat mich noch getötet. Aber wir wissen ja, ich hatte diesen schönen Kelch. Mit der netten Füllung. Oder? Habe ich den benutzt gehabt? Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls ist Treasure Knight besiegt. Ha. Mach schon auf, Kollege. Na, muss immer hüpfen. So. Ist das schön. Der Iron Well ist abgeschlossen. Jetzt können wir auch das nächste Dorf. Wer ist das da oben? Eine Frau, hm? Oi. Ja, wir sind sogar Ritter mit der Schaufel. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben keinen Randalo oder sonst was im... Nee, haben wir nicht. Das Ding ist hier ziemlich nutzlos. Wir müssen dem Mädel mal ein bisschen Respekt einbläuen, ne? Das läuft eigentlich ziemlich gut für uns. Ja, ich würde schon behaupten, wir würden den Kampf noch gewinnen. Bam, im Rücken und zack. Das hat sich ja wehgetan, so einen Schrauf im Rücken zu kriegen. Da gibt es ein bisschen Gold. Wow, nicht übel. Strike me down. Werde ich sicher nicht. Wir haben einen gemeinsamen Feind, ja, ja.
Always help a person in need. Indeed. Ein bisschen mehr Gold und ein Notenblatt. Und nun gehe ich in das Dörflein oder in den Armor Outpost, wenn man so will. Ach, auch hier ist tolle Musik. Oscar saw your approach, and we know of your progress. This is the Armor Outpost. The brave are holed up here, deep in enemy territory. It's dangerous to go alone. Get this. Toda, I'm so grumpy. I'm just not in a good mood. Why would they just leave the catapult unattended? The operator is out to launch. Was für ein schlechter Witz. Unsere Witze sind zu schlecht für ihn. Ach, das ist Mary Sweets. Wie komme ich da hoch? Oh, was ist hier? Ein Geschäft für Mode? Peacock Gent. Geldkleiner, klar, warum nicht? Wir geben euch allen Geld, ich habe genug da. Nice Head. Oder Mr. Head, wo? Oh. It's a lovely helmet, so lovely, so lovely. Gut ist nicht unbedingt ein Helm. Das kämpfen wir gegen Mr. Head. Hat sogar den ersten Treffer gelandet. Super. Ja, er ist kein wirklich schwerer Boss oder sowas. Obwohl ich schon sehr oft getroffen habe. Das ist erschreckend. Down. Ungefähr gibt es eine Menge Geld. Ja, it's a helmet. Right down. Mhm. Jetzt ist es da oben. Wie kam er da hin? Da ist Notenblatt. Und was ist hier alles Hübsches? Ui, Rüstungen. It's a nice shovel blade you have there, lad. But I can improve it. Das wollen wir unbedingt. Den Schad-Slash. Schwierig auszusprechen. Schad-Slash. Ja, das ist Stil. Slash to spark the ground with your full head. Das ist etwa wie der Lichtstrahl von Master Schwert, wenn man so will. Erstmal noch nichts. Wir könnten auch eine Rüstung kaufen. Drop half as much gold wie freien Battle. Nicht unbedingt nötig. Magic Limit, ja. Ja, flashy, acrobatic, useless, das stimmt. Also können wir Spin Jumps machen. Ich werde mir hier mal noch. Ich werde mir hier noch nichts holen. Aber das hole ich mir jetzt. Einfach mal so. Ja, Instrumente, gut.
Okay, jetzt müssen wir hier. Sind wir da drauf gelandet, super, ne? Achso, da können wir so drauf springen. Auch gut. Aber die Facelocke kommen wir rüber zu Mr. Head. Dann müsst ihr nicht verbocken. Super gemacht. Hättest du noch was sagen können? Vielleicht mal probieren. Hier auch runter. Und hüpp. Und ach, hat nicht mehr gereicht. Zu schade. Oh, da freust du, dass wir Treasure Knight besiegt haben. Gut. Okay. Well then. Noch ein bisschen Juwelen ansammeln. Machen wir das doch gerade mal. Ganz toll, viele Juwelen. Kann ja nicht schaden, ne? Na, jetzt können wir die ganzen Dinge auf einen Schlag wegschaufeln. Okay. Das ist gerne alles mit. Was haben wir hier? Noch mehr Juwelen! Ich geh mal rechts lang. Ich glaube, der Weg ist egal, oder? Ja, ist egal. Was haben wir denn hier? Bess? Boss? Irgendwie so. Hat ein Problem, glaube ich. Ich glaube, der will uns umnieten, um den Rang eines Ritters zu erreichen. Gut. Er schreit nach dem Anker. Er ist ziemlich leicht. Sag ich und sterbe gleich noch, ne? Nee, gut. Jetzt bin ich doch sehr überrascht. Was willst du überhaupt im Order of the Quarter? Das ist schon ziemlich gemein. Dass wir uns dein Zeug wegnehmen. Tja. Armer Bass. Gut, ich denke mal, beim nächsten Mal gucken wir uns dann entweder das Lair of Moonlight an. Oder aber Black Knight. Man wird sehen. Bis zum nächsten Mal dann. Bei Shovel Knight.